Ja, hallo. Ich habe heute eine ganz, ganz besondere Ehre. Ich bin nämlich Tester. Ich bin Tester der Computerbild, eingeladen worden nach Hamburg und die Computerbild hat ein Smart Home angemietet in der Elbchaussee. Tolle Gegend, wunderbare Wohnung. Ich bin schwer begeistert und ich will euch diese Wohnung mal zeigen. Normalerweise mache ich ja Hotel, ja, Führungen. Jetzt zeige ich euch mal das, was die Computerbild mit ihren Partnern, unter anderem der Telekom, Miele, Greenwiches Bettenlager und Philips und wie sie alle heißen, vorbereitet haben. Ein Smart Home. Also ich führe euch jetzt mal durch. Hier ist die Küche, eine offene Küche. Hier liegen auch unsere Geräte, die wir zur Verfügung haben, die wir testen können. Merchandising der Computerbild. Hier ist die Küche. Wir haben Lebensmittel bestellt über die Rewe-App. Hier bin ich im Schatten, heute mal als Batman. Über die Rewe-App habe ich bestellt und hier ist der Kühlschrank, der ja, voll ist für 4 Tage, reicht es sicherlich wunderbar. Ich schwenke jetzt mal in den Raum. Das ist das Wohnzimmer. Ein wunderbarer großer Esstisch. Überall Philips Hue-Lampen. Hier eine Sitzecke mit dem entsprechenden Fernseher und entsprechender Soundanlage, die Soundbar. Ihr seht hier unten unterm Fernseher diese riesen fetten Soundbar, wird richtig Krach geben. Wunderbar. Gehe jetzt mal weiter, gehe jetzt mal in die nächste Räume rein. Schön, hier ist übrigens das Gepäck, was wir haben, aber interessiert euch wahrscheinlich deutlich weniger. Ja, bin jetzt hier wieder im Flur. Hier ist der Ausgang. Gehe jetzt mal in den Waschraum, also in dem Raum, wo die Waschmaschinen stehen. Auch die sind smart von Miele, sind gefüllt und befüllt worden. Im Vorfeld muss ich also nichts machen, sondern nur Klamotte rein und anschalten. Gehe weiter in die weiteren Räume. Hier haben wir ein kleines Arbeitszimmer. Was heißt klein? Das ist ein klassisches Arbeitszimmer mit Schreibtisch. Hier werden wir dann für die Computerbild ein paar Interviews führen, ein paar Statements führen. Hier ist Kunst an der Wand. Hier seht ihr mich nochmal. Auch hier fette Soundgeschichte von Sonos. Wir haben die Sachen jetzt ausgeschaltet, damit ich keine GEMA-Probleme kriege. Nicht, dass ihr euch wundert. Hier noch ein bisschen Kitsch, ein bisschen Love. Und komme ins Schlafzimmer und habe hier ein wunderbares großes Bettchen. Sehr, sehr weich. Oh, dänisches Bettenlager. Wirkt für Qualität. Hier wieder ja, ein kleiner Balkon. Wir haben mehrere Balkone oder mehrere Terrassen. Ich zeige euch noch mal kurz mal eine Terrasse hier. Ihr seht nichts, es ist dunkel, aber theoretisch schöne Terrasse. Und hier komme ich zum Badezimmer. Ein extrem großes Badezimmer. Auch schön eingerichtet. 2 Waschbecken. Sehr, sehr schön gemacht. Eine Badewanne. Alles vollkommen eingerichtet hier. Eine gute alte Freundin, nämlich die Philips-Lampe. Wie immer hier die Dusche, eine schöne Dusche, große Dusche. Also hier werde ich ein paar Tage hausen, ein paar Tage testen, das gesamte Smartphone, Smart Home durchtesten und bin schwer begeistert und danke jetzt auf jeden Fall der Computerbild für die Einladung nach Hamburg. Ja, und gehe jetzt wieder ins Wohnzimmer und werde mal anfangen, ein kleines Abendessen zuzubereiten, weil das muss ja auch sein. Also, home is where my heart is.